im Tower City Projekt wieder mit dem Droid Boy. Hallo. Ich würde sagen, du steckst den Basalt ins Inventar. Okay, mein Inventar ist schon ziemlich voll. Hast du zufällig... Warte mal kurz, mein Thread funktioniert nicht mehr. Kannst du in deiner Aufnahme kurz dann drin lassen? Hallo. Hallo. Steinfels. Hallo. Und Michael, meinst du gar nicht? Dreizeit. So, und da sind wir wieder. Mein Thread ist gerade abgeschmiert. Ich hoffe, es schmiert jetzt nicht nochmal ab. Mit dabei ist Steinfels und Droidboy. Hallöchen. Wir laden den Steinfels ein. Ja. Ja. Wir sind auf Reisen und die Reisen sind echt spannend. Weit seid ihr weg? 500 Blöcke. Bin doch töten, hab keinen Bock. Du kriegst vielleicht mich tot, aber ihn nicht. Ah, hier ist er. Ja, ich habe herzlich willkommen auch von mir, bei meinen Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich habe nämlich auch Zuschauerinnen. Und krass, oder? Ja. Ja, wie sieht's bei dir aus? Hast du Platz für Hühnchen und sowas? Und Fleisch? Ja, ich schmeiß jetzt einfach mal den Bogen weg und die Arrows, weil Fleisch ist wirklich dann wichtiger. Weil dann gebe ich dir immer ein paar Sachen, zum Beispiel Leder und so, weil die verstopfen bei mir nämlich gerade das Inventar. Ja, Leder habe ich sowieso schon drin. Ja, genau, so. Hühnchen im Gunpowder braucht man ja, obwohl... Kann man gut gebrauchen manchmal. Was kann man denn hier mit diesem Lavastein eigentlich machen? Mit diesem Basalt? Mhm. Die kann man genauso nutzen, also kannst du in den Ofen tun und dann so wie bei Cobblestone diese Dings machen. Das sieht richtig gut aus mit, wie heißt das? Bricks? Gut, ja, also das sind Bricks. Oh, geil. Und das sieht richtig gut aus mit, wie heißt das? Mit Marmor? Okay. Ja, genau. Das wäre vielleicht sogar eine geile Ergänzung zu meinem Haus. Warte, ich mach mal hier. Oh mein, ey, wir finden alles, was wir wollen. Da hinten ist ein Dschungel. Geil. Nee, Bricks kann man nicht draus machen. Die musst du erst davor braten. Ach so, okay. Award Chicken lasse ich erstmal hier, also, ja. Ja, krass. Okay, oh, dann nehme ich hier mal... Sandstein ist total toll. Ja. Ich nehme noch ein paar Kakteen. Ja, da hinten sind die Bienen, die ich gesucht habe. Ja. Kann man aus denen auch eine Spitzhacke machen? Nein, das wäre natürlich schön gewesen. Oh, das wäre cool, aber... Das verstehe ich manchmal nicht, warum das nicht einfach funktioniert. Dann wäre der Stein irgendwie zu OP. Dann wäre der Stein wirklich OP. So ist es halt einfach nur schick. Mhm. Steinfels, was machst du gerade? Der ist gerade AFK. Oh. Ist egal. Nimmt der nicht auf? Doch, aber der ist gemutet. Ah, okay. Im Wetten sagt er jetzt seine Augen hinten, ja komm, wir gehen ihn jetzt töten. Soll das bloß mal versuchen. Kriegt er nicht hin. Denn ist auch ein Sumpfbiom. Geil, kaum bin ich mit jemand anderem unterwegs, finde ich voll die Sachen. Aber ich glaube, ich habe immer den Fehler gemacht, dass ich halt eine Folge in eine Richtung gelaufen bin und auch wieder zurück und dann kommst du halt nicht weit, ne? Mhm. Mein Creep-Tab lasse ich drin, weil da ist ein Sumpf, dann werfe ich das Uranium weg. Oh. Viele von euch denken vielleicht, ich habe jetzt eine Nuke weggeworfen, weil ich Uranium wegwerfe. Oh, guck mal, diese Pflanzen sind voll cool. Welche denn? Die droppen meinen Blaze Powder. Und die sind in meinem Texture Pack verbuggt. Oh nein. So. Nehme ich ein bisschen mit. Oh, ich höre Monster. Sehr cool, hier ist ein. Oh, Alter. Direkt in meinem Ohr. Wo seid ihr? Hörst du den? Der ist irgendwo hier. Ich holz mal den Baum hier ab, weil der ist schön klein und dann droppt er so ein paar Setzlinge. Hier ist eine Höhle. Ah, okay. Lol, ist das bei dir auch so verbuggt? Wo bist du? Hier, hinter dir. Hinter dir. Sweet Boy, hörst du mich? Du siehst irgendwie komisch aus. Also du bist gerade so seltsam rumgehüpft. Wo ist die Höhle? Hier? Ah ja, ja tatsächlich. Siehst du hier das Wasser und da ist oh, ja, Höhle geil. Und das Wasser fließt nicht. Lol. Ja, krass. Lol, Hilfe. Hilfe. Oh. Wie viele sind da? Brauchst du Hilfe? Zu viele sind da hier. Dann fliehe. Ich hab nicht zum Hochbauen, nein. Warte, ich drop dir was runter. Ich muss super. Was essen, damit ich wieder wagge. Hier, siehst du? Ja, das, oh, gut.
muss das jetzt einfach roh essen, Leute, aber ich bin gestorben. Ich hab dir auch ein bisschen Brot, wenn du magst. So, jetzt brauchen wir ein paar Setzlinge. Ja, da ist einer, sehr gut. Okay, dann haben wir das Ziel erreicht, dann würde ich sagen, gehen wir auf Dungeon-Suche. Wenn du einverstanden bist. Dungeon? Okay, was... wir gehen nochmal... Also, Druid Boy, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Also, oder wir gehen nochmal hier hinten in das Sumpfbiom, weil dort sind sehr viele Rubber Trees. Ja, lass uns mal dahin gehen. Vielleicht kriegen wir auch einen Setzling von denen. Ja, und den könnte man noch zusätzlich anpflanzen, so als öffentlichen. Ja, ich habe meinen zum Beispiel, habe ich gekillt und da kam kein einziger Setzling raus. Oh, da sieht man aber schon welche. Ah, sehr cool. Und das ja, eigentlich keine Bienen. Schlechte Gegend, ne? Oder so. Ich mache das vielleicht sogar so, dass du die Bienen alle bekommst, weil dann mache ich mal Bienen. Du, mir ist das gleich. Ich werde wahrscheinlich das ein oder andere Mal Hilfe von dir brauchen mit den Bienen, weil ich da noch gar keine Erfahrung habe. Ich auch noch nicht so eine sehr große, aber ich kenne halt Grundlagen. Nee, das sind Eichenbäume, oder? Nee, hier ist... Ja, sind das auch. Also ein paar sind Eichen und ein paar halt nicht. So? So 6 Rubber, das heißt, ich kann hier einen Generator machen. Hier ist auch noch ein bisschen Rubber. Du musst die mit dem Tree-Tab, also da, wo du Rubber siehst am Baum, aha, am besten mit dem Tree-Tab einmal rechtsklicken, weil dann kriegst du mehr daraus. Und dann könnte man den abholzen, weil das bringt dir dann, anstatt vielleicht, wenn du Maximum 8 Rubber bekommen hast, kriegst du dann so locker 15. Oh, geil, okay. Diese Waben hast du jetzt nicht mitgenommen. Braucht man die nicht, oder? Die musst du mitnehmen, weil daraus kannst du ja diese Kiste halt bauen. Ja. Ich habe noch kein Inventar und ich nehme lieber erstmal die Bienen für dich mit. Okay, ich habe mal die Waben mitgenommen. Sollen wir die nachher auf deinem Grundstück vielleicht ein Bienenhaus bauen? Gerne. Ja, also ein kleiner Schuppen, wo die Kiste halt drinsteht, dann hast du da halt Bienenhäuser und dann tust du auch Blumen rum. Ja. Lädt bei dir die Welt auch irgendwie manchmal so langsam? Nee. Also ich lieg vielleicht daran, dass ich die Chunks auf Fahr habe, weil nicht alle so schnell laden. Ich nehme noch mal ein bisschen Birke mit und es wird auch gleich wieder Nacht. Also beeilen wir uns. Wo ist denn der... Ich habe wirklich gerade so Angst, dass der Steinfels jetzt wirklich gleich auf uns wartet. Boah, das wäre mies. Sollen wir Richtung Dorfzentrum laufen? Ja. Ich glaube nicht, dass der das macht. Ich weiß, mich zu verteidigen. Und außerdem kommt er uns weit. Wow. Creeper! Was machst du unter mir? Oh fuck, ich muss was essen. Und Creeper-Alarm! Lauf. Wir müssen langsam zur Stadt. Ich muss auch so dringend was essen. Komm mit, schnell. Alter. Je schneller wir in der Stadt sind, desto schneller sind wir sicher. Ich kann nicht mehr rennen, warte. Alter! Der ist hinter mir explodiert. Ich glaube, nur ein halbes Alright, Schwert. Let's go. Ich nehme noch ein paar Schweine mit, die brate ich dann gleich. Hm. Lecker, lecker. Da vorne ist ein Creeper. Der unter dem Baum da. Mhm. Den lassen wir einfach mal da Spaß haben. Ich würde sagen, wir gehen hier auf den Baum oder auf Bäume und dann. Ich will Steinfels Namen. Oh. Ja, der ist 35 Meter weg. Hallöchen, Steinfels. Bring mich bitte nicht um. Bring mich bitte nicht um. Ich würde sagen, wir rennen einfach mal kurz nach Hause. Ich glaube, der rennt jetzt auch zum Vulkan. Das kann sein. Ich würde ihm aber zutrauen, dass der mich umbringt. Nein, der ist cool. Der kommt aus der Schweiz. Ja, ja. Ein paar haten ihn ja, oh mein Gott. Wir haben hier langsam ein Problem, weil hier irgendwo steht, dass ich so ein Tod bin, wo wir... Wow, es geht. Oh nein, mein Schwert ist kaputt. Oh, soll ich mal was zum Geheimnis zeigen? Sag mal ein Geheimnis. Also, töte meine Zombie hinter dir. Abstauber. Also, hier drunter
Mhm. Unter diesem Baum befindet sich ein Spawner. Den bauen wir jetzt mal ab. Aber darunter befindet sich eine Kiste. Okay. Krass, okay. Wenn das Gunpowder nämlich mit, nimmst du den Eimer mit, darf ich die drei Eisen? Ja, nimm du ruhig alles mit, ich habe nämlich keinen Platz mehr. Ich auch nicht. dann lassen wir es da drin, die Kiste ist da ja immer noch. Ja, okay. Ich würde sagen, wir gehen mal schleunigst nach Hause, weil wir müssen auch, glaube ich... Ach, diesmal habe ich keine Ahnung, was die Zeit angeht. Weil mein Timer ist kaputt. Ich glaube, wir haben so bei 43 angefangen. 33. Okay. Weil wir sind ja noch Zeit. Nicht so lange dran, wir haben ja nur den Dschungel abgefarmt. Ja. Ich bin fast zweimal gestorben. Ja. So, dann wieder trautes Heimglück allein. Hinein in die gute Stube. Ich noch nicht. Ich bin jetzt auf meinem GS, also auf meinem Grundstück. Oh. Hier oben muss ich mir erstmal mal ein Dach besorgen irgendwie. Meine Bäume sind gewachsen, das heißt, wir haben auch schön Holz. Schlafen. Obwohl wir kurz... ist ja jetzt weg. Ja, stimmt. Ich würde sagen, ich komme dann gleich mal zu dir. Mhm. So, ich mache mal hier kurz ein temporäres Dach, damit hier keine Monster reinfallen. Ich gebe dir dann auch Geschenke. Yeah. Aber erstmal frage ich jetzt. Hier Leute, ihr guckt jetzt hin, wie viel Eisen ich da reinpacke und so, weil mir wurden die Sachen wirklich letztens geklaut und das ist. Das ist so, als könnte man nicht mehr seiner Familie, also den Leuten hier vertrauen. Ja, das ist shabby, das macht man nicht. Jo. So, wir haben Birkensetzlinge, das ist wunderbar. Die werden wir wahrscheinlich jetzt gleich mal auch ausbringen. Dann packe ich mal die Sachen, die ich nicht brauche. Hier, Stones rein. Zack, 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 zack. Alles mal da rein einfach, damit ich es los bin. So, haben ein bisschen Übersicht im Inventar. Und dann, Eichensetzlinge brauchen wir nicht. Dann bauen wir gleich mal einen Tropenbaum. Und dann auch gleich Birke. Dann können wir das nämlich nachher wieder multiplizieren. Und dann, wenn wir schon mal da sind, würde ich auch sagen, dass wir unsere Kühe, mit Essen versorgen. Okay, mein Weizen ist weg. Oder habe ich, nee, meinen Weizen habe ich ja verschenkt beim letzten Mal. Dann farmen wir hier mal kurz alles ab. So. Das lassen wir noch mal ein bisschen. Wir brauchen halt was für unsere Kühe. Damit es schöner aussieht. Und mein Bett wird übrigens auch umgestellt, was ich komisch finde. Ja. Das finde ich ein bisschen komisch. So, die Kühe haben wieder genügend zu frattern. Dann würde ich sagen, werden wir mal unser... Wow, ich hoffe, man hört meine Schwester gerade nicht, aber die rastet gerade aus. Also... Ein bisschen, aber macht nichts. Die hat gerade Papa gesagt, das ist krass. So. Dann waren wir jetzt ja mal hübsch weg in diesen zwei Folgen mit unserem neuen Mitglied von Power City. Sehr cool. Also, was ich jetzt mache, ich komme jetzt zu dir und gebe dir ein Geschenk. Yeah. Aber Options, Sensitivity, stelle ich mal ein bisschen runter. 3-mal kannst du raten, was das ist. Bienen. Oh Mann, der Typ ist gut im Raten. So. Dann haben wir hier genügend. Ah, so langsam sammeln wir auch Marble Bricks. Das ist sehr hier, cool. Guck mal, wie viel ich dir zuwerf. So, mehr habe ich nicht. Nein, Spaß. Hier, 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 hier. Sweet. Hier, hier, hier. Sweet, sweet, sweet. Dürfte ich mir deine Frozen Comp leihen? Ja. Denn ich bin nett zu dir. Denn du kriegst gleich noch ein Geschenk. Keine Sorge, keine Honigbrote. Ich meine sogar, in irgendeinem Modpack gab es durch diese Bienen sogar Brote. Ja, ich glaube sogar an diesem. Ich hatte da irgendwas gesehen. Warte. Ja, ich werde kurz einen Cut machen. Also, kurzen Cut. Ja, Honigstulle gibt's. Und zwar brauchst du dafür 9 Honigtropfen und ein Brot.
Boah, mein Lied geht gerade so ab, dass ich im Hintergrund laufen habe. So, was können wir denn als nächstes machen? Was ist das hier? Okay, dann müssen wir erstmal das löschen. Dann, okay, Dankeschön, Dankeschön. So. Tropenholz, Rubberwood. Das können wir stacken. Das können wir nicht. Wo ist denn mein Rubberwood? Fichtenholz, Fichtenholz, okay. Fichtenholz haben wir. Und Tropenholz ist das neue. Sehr cool. Da hatten wir auch noch ein bisschen Tropenholzbretter. Okay. Das ja, Gehirn können wir auch mal da reinpacken. Tür zu. Ja, ist sie. Okay. Alles gut. Ich dachte gerade. Also. So. Zu essen hast du noch genug, ne? Ja, ja. Okay. Ansonsten sagst du Bescheid, dann kriegst du, ne? Dann, oder du holst sie halt vom Feld. Müsste genug kommen. Ich habe noch 6 Sugarcanes, wenn du brauchst. Nee, lass mal. Okay. Jo, was bin mir los? Jetzt klingel ich noch an der Tür. Wow. So. So, ich gucke auch gerade mal. Alles klar, meine Kühen geht's gut. Dann können wir mal hier schauen. Was ist eigentlich mit dem da? Der will auch nicht richtig wachsen. Dann packen wir den mal nach da vorne hin. Ich könnte mir mal noch ein neues Schwert machen, wo wir gerade dabei sind. Würdest du mir eigentlich empfehlen, irgendwie so ein Rubinschwert oder sowas zu machen? Ja, das ist, glaube ich, sogar so gut wie Diamant. Aber halt, du kannst aus diesen Sachen nur Werkzeuge und Dings machen. Heißt, es lohnt sich wirklich mehr als ein Diamantschwert lohnt sich. Also aus Green Sapphire ein Diamantschwert machen, ist eine gute Idee. Ja. Bei Bienen helfe ich dir auf jeden Fall. Cool. Nur so ein Bienenstock, den müssen wir... ich verstehe nicht, wie man den craften soll, aber man kann ihn halt in Dingens finden. Oh. Mir wurde die Gruppe zugewiesen. Ich habe ein Geschenk. Warte mal, was ist das? Mein neues Schwert. Warte mal, was ich bin hinter dir. Ich weiß es nicht. Eine saphirne Spitzhacke. Nein. Warte, ich muss mir was aus deiner Kiste nehmen. Nicht hingucken, was ich nehme. Alles meins. Alles meins. Also, jetzt hätte ich ausgeraubt. Komm mit. Komm mit. Jetzt hast du sie gesehen, glaube ich. Egal. Ich würde sagen, wir machen das erstmal hierhin. Wäre das hier so okay? Ja, ich werde sowieso nochmal alles umbauen, von dem her. Noch nicht in die Kiste gucken. Das ist eine Honigkiste. Die sieht aber schön aus. Okay, jetzt guck da mal rein. Oh. Und dann siehst du da halt diese Bienen, wenn du auf eine drauf hältst, also nicht klickst, dann siehst du ja diese Fragezeichen. Es gibt eine Maschine. Und da findest du halt heraus, was deine... Oh, ich habe noch ein paar Bienen. Was deine Bienen können, was die mögen, was die nicht mögen. Und wenn du halt eine gut kennst, weißt du halt, mit der kriege ich das und das und Ressourcen. Und ja. Hey, wake up. Dann werde ich jetzt mal bei mir noch ein bisschen weitermachen. Ja. Ich frage mich halt, wie ich mein Haus baue. Ich werde gerade angepinkt. Von wem? Von Golden LP. Wir seien wohl zu lange auf dem Server, aber er weiß halt nicht, dass wir gerade 2 Folgen hintereinander aufnehmen. Jo. So. Dann gucke ich gerade mal. Wir sind aber doch relativ lange schon drauf auch. Ich glaube, wir können auch sowieso nicht mehr so lange machen. Wir sagen noch 5 Minuten und dann cutten wir wieder mal. Ja. Dann war ich das letzte Mal, glaube ich, hier auch am Start, hier unten noch weiter auszugraben. Das heißt, ich brauche aber erst noch mal ein paar Spitzhacken. Die kann ich mir ja schon mal vorbereiten. So, wo haben wir denn? Bei mir werden das sehr wahrscheinlich sogar wieder 4 Parts anstatt 2. Bei ihm werden das dann 2. Heißt, bei mir müsst ihr mich bei den zweiten 10 Minuten gedulden. Also euch gedulden. Ja. Ich vergrößere gerade meinen... süße kleine Gruft. So. Sollen wir da mit, also soll ich da mit rein? Sollen wir da beide kurz rein?
Wo? In den Channel unter uns. Ach so, ja, gleich würde ich sagen, wenn wir hier zu Ende aufgenommen haben, oder? Okay. Bloß kein Stress. Ja, aber der schreibt schon sofort. Also ich glaube, der wird aggressiv. Joa, das ist egal. Wieso? Wer aggressiv wird, hat... Warte kurz, meine Maus spackt gerade rum. Wer aggressiv ist, hat Unrecht. So, jetzt geht's hier. Ja, wir dürfen noch... wir dürfen aber noch, 8 Minuten. Okay. Ja gut, wir müssen es ja nicht übertreiben. Ja, so 8 Minuten weniger ist ja auch schon eine Zahl. Ja, das stimmt. Da kann man viel machen. Oh, er hat's erkannt. Ja. Jetzt regnet es auf einmal, läuft. Der Golden, der trollt uns, glaube ich, jetzt über die Konsole mit, Toggle Downfall. Das kann gut sein, ja. Die kleine Schlawiner. So. So. Wow, okay. Die Uhr nehme ich mir mal. Und dann mache ich mir hier Copper Cable. Ja, in dieser Folge übrigens, liebe Zuschauer, keine Facecam, weil ich wollte die gerade anwerfen und die hat einfach nicht aufgenommen. Deswegen, Entschuldigung dafür, geht's beim nächsten Mal dann wieder. Dass ihr Bescheid wisst. Hat irgendwie nicht funktioniert, ich weiß auch nicht warum. Manchmal, alles also gut, ich habe ja zwei Computer und auf dem einen nehme ich das Spiel auf und auf dem anderen die Facecam. Und wahrscheinlich hat es da dann irgendwie Probleme gegeben. So. Einen Generator. Ja, Maus, verarsch mich nicht. Warte kurz, ich stecke die mal in einen anderen USB-Anschluss rein. So, bitte geh jetzt. Generator. Da haben wir ihn. 3 with my Iron, ein Iron Furnace, der ist doch locker. Und RE Batterie. Ich brauche nur noch diesen Iron Furnace. So, ja genau. Und jetzt passiert wieder etwas Wundervolles, und zwar nehmen wir uns die Refined Iron und ich habe meine erste Maschine. Yeah, es geht aber schnell bei dir. Läuft bei dir, ha? Huh? So, Electric Furnace mache ich mir dann auch. Da habe ich keinen Rätsel für. Schade, schade. Was machen wir uns noch? Eisen. Also den Generator stelle ich erstmal hier so in die Wand. Das wird schön aussehen, irgendwann. Du hast jetzt schon einen Generator gemacht? Ja. Okay, und was machst du mit dem? Was kann der? Also der kann, mit Kohle produziert er halt Strom. Mhm. Und damit kann ich auch elektrische Sachen aufladen. Cool. Was braucht man für den? Also ich bin heute mal ultra nett. Leute, ich bin ultra nett. Ich habe mich in meine eigenen Katakomben verlaufen. Wo geht's hier raus? So. Heute bin ich ultra nett. So. Ein Generator. Ein Biogenerator. Nee. Generator. Hier. Ich habe dir einen gemacht. Cool, dankeschön. Was braucht man denn dafür? Eisen, Refined Iron, ein bisschen Redstone, ein bisschen Tin, Copper Cable. Aber das ist easy für mich. Und eine Batterie? Maschinenblock, Ofen? Für mich, ich habe halt nur Redstone-Probleme, aber das ist kein Problem eigentlich.
Ich mache mal halt ein Electric Furnace. Also ich kann halt jetzt Kohle in diesen Generator tun und damit kann ich mir halt, wie heißt es, auf jeden Fall auch Sachen betreiben wie einen elektrischen Furnace, wenn ich den hab. Mhm. Und ja. So ist es. Okay, ich habe gerade mal Kohle reingemacht und schon fängt er an zu arbeiten. Du siehst halt, auf dem Setzling steht ja auch 250 EU. Mhm. Und 250 EU kann der halt, wenn du ein Setzling reintust, kann der ja, also EU ist halt die Energie. Mhm. Und so viel kann der halt ein Setzling dann geben. Ah, oh, okay. So. Ich brauch mehr Erde. Okay, ja, jetzt habe ich hier die Batterie voll. Und was kann ich damit machen? Die Batterie kannst du beispielsweise, wenn du dir jetzt irgendwas mit einer Batterie craftest, ist das Ding, glaube ich, sofort aufgeladen. Okay. Ja, ich bin voller Pro, ihr merkt das schon. Wie einfach selbst dabei lacht. Ja, ich habe vorher eigentlich ausschließlich mit Vanilla gearbeitet und nur Vanilla gespielt. Und war da schon total zufrieden. Und jetzt habe ich ja gedacht, okay, jetzt wird es mal Zeit, irgendwas Neues auszuprobieren. Was ja ganz cool ist. Und dann kam halt dieses Projekt. Genau, wie gesagt, zugeschlagen, das mache ich nochmal. So. So, jetzt ist die Zeit aber auch um. Und dann würde ich sagen, wenn euch die beiden Folgen mit dem Druid Boy gefallen haben, lasst ruhig eine positive Bewertung da. Ja, ich lefte auch direkt mal. Oh, ich bin auch back to game gegangen. Und ja, dann, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen positiven da. Mit dem Droid Boy natürlich. Bei ihm auch mal auf dem Kanal vorbeischauen. Und dann würde ich sagen, ciao. Tschüss, Dankeschön.